Nice Musik. Gefällt mir. Moin moin und willkommen zu einem neuen Let's Play. Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ja, nachdem ich in letzter Zeit jetzt immer etwas doch eher actionreiches hatte, habe ich mir gedacht, komm, wird mal wieder Zeit für ein bisschen was gechillteres. Und naja, da ich die Layton-Serie ja schon angefangen hatte, dachte ich mir, kannst du eigentlich mal weitermachen. Professor Layton und die verlorene Zukunft, der dritte Teil. Ich denke, ich brauche eigentlich nicht viel zu sagen. Es gibt wieder eine Menge Rätsel. Und wir einfach direkt mal ein neues Spiel. Denke ich mal. Also, Name. Keine Ahnung, was habe ich bisher mal gehabt? Was habe ich da bisher mal für Namen eingegeben? Keine Ahnung. Ich bin Kuchen oder so. Weiß nicht. Nein, Kuchen. Ich bin... Machen wir so. Fertig. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu real existierenden Personen, Ereignissen oder Organisationen ist rein zufällig. Ich kann es einfach nicht glauben, Professor. Anfangs dachte ich, du wolltest mir einen Streich spielen. Aber das würde ich doch nie tun. Ich hoffe, Sie sind wohlauf, Professor. Ich hingegen befinde mich leider in einer misslichen Lage. Das von uns geliebte London ist in einen Zustand des Chaos verfallen. Und es kommt noch schlimmer. Das Unglück, von dem ich spreche, findet nicht in Ihrer Zeit statt. Es ist wahrscheinlich schwer zu begreifen, aber ich schreibe Ihnen 10 Jahre aus der Zukunft. Dies ist jetzt etwas zu viel auf einmal, aber ich werde alles so bald wie möglich erklären. Vorerst bitte ich Sie, zum Uhrenladen in der Midland Road in Baldwin zu kommen. Auf ein baldiges Wiedersehen, Ihr Lehrling Luke Triton. So unglaublich es auch klingt, der Absender dieser Nachricht scheint dein zukünftiges Ich zu sein, Luke. Mein zukünftiges Ich? Aber wie ist das überhaupt möglich? Die Frage ist eher, wie hat er den Brief durch die Zeit versenden können? Ich weiß es nicht, aber es wirft folgende Frage auf. Falls der Brief echt ist, wie kam er hierher? Ein zeitreisender Briefbote? Nur ein kleiner Scherz. Aber das ist wirklich eine überaus mysteriöse Sache. Immer diese vornehme Aussprache von einem, das habe ich ja völlig vergessen. Und sogar in der Zukunft brauchst du anscheinend meine Hilfe. Deine Beständigkeit in solch unsicheren Zeiten ist sehr beruhigend, mein Junge. Danke, würde ich mal sagen. Aber wie finden wir jetzt heraus, ob der Brief wirklich echt ist? Nun ja. Momentan liegt vieles noch im Dunkeln. Aber ich habe das Gefühl, dass dies mit dem furchtbaren Ereignis von letzter Woche zu tun hat. Ah, stimmt, die Geheimnisse, ich erinnere mich. Professor Layton hat einen sehr eigenartigen Brief empfangen, dessen Absender schreibt, er sei sein Lehrling Luke. 10 Jahre in der Zukunft. Wie ist das möglich? Das ist so lange her, dass ich ein Layton-Spiel gespielt habe. Es begann alles vor etwa einer Woche. Mit Hilfe eines hexadimensionalen Alpha-Distributoren konnte ich einen konzentrierten Strom Hamanier-Partikel durch einen Zeitstrudel, mit anderen Worten ein Wurmloch, steuern. Dieser Partikelstrom ermöglichte es mir, die Fixpunkte dieser Anomalie zu bestimmen. Diese Daten bilden die Grundlage für die künstliche Beugung des Zeitflusses und die Errichtung eines massiven Magnetfeldes durch Einsatz einer Solia-Spule. Sobald dieses Feld stabilisiert ist, lassen sich buchstäblich Löcher oder Lochcluster in das Raum-Zeit-Kontinuum treiben. Ich verstehe kein Wort. Muss lediglich
ein Energieportal hergestellt werden. Diese Vorgehensweise misst und reguliert die Partikelzirkulation während der gesamten Verbindung. Ganz schön was los hier, finden Sie nicht, Herr Inspektor? Nur würde ich schon gerne wissen, wie wir zu einer Einladung zu diesem Festessen kommen. Was unterstehen Sie sich, Barton? Ich bin ein einflussreicher Mann der Exekutive. Selbstverständlich lädt man mich zu einer solchen Festivität ein. Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich? Habe ich recht gehört? Höchstwahrscheinlich. Allerhöchstwahrscheinlich, Chef. Ach ja. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht mehr, dass das, dass es hier so viel Sprachausgabe gibt. Ein herrlicher Tag. Wirklich ideal für eine Veranstaltung. Sogar durch die Fenster schauen Leute zu. Der Klang fließenden Wassers ist äußerst entspannend. Das scheint der Eingang ins Innere der Zeitmaschine zu sein. Was für ein großes Ziffernblatt. Jo. Das Essen ist überaus erbärmlich, Bill. Beeil dich, damit wir endlich gehen können. Ja, meine Liebe. Ich fühle mich hier ein wenig unwohl, Professor. Verständlich, Luke. Dies ist schließlich ein überaus erlauchter Kreis. Sogar der Premierminister ist anwesend. Hey, schauen Sie! Ich glaube, dort ist Inspektor Chelmy. Chelmy? Weiß er nicht. Also, Professor, was sagen Sie zu dieser Veranstaltung? Glauben Sie, dass wirklich jemand eine funktionierende Zeitmaschine erfunden hat? Ich bin nicht ganz sicher, aber eines steht fest. Falls es stimmt, wird dies für gewaltigen Aufruhr in der Welt der Wissenschaft sorgen. Nun, ich für meinen Teil bin schon ganz aufgeregt. Aber Sie scheinen nicht völlig überzeugt, Professor. Alles ist möglich, Luke. Aber ich will diese sonderbare Vorrichtung erst einmal in Aktion erleben. Zudem muss ich sagen, dass mir diese ganze Vorstellung irgendwie verdächtig scheint. Wie kommen Sie darauf, Professor? Ach so, ich verstehe. Hier meldet sich wieder Ihre berühmte Intuition zu Wort, nicht wahr? So kann man es auch sagen, aber genug der Spekulationen. Schau mal darüber, Luke. Huch, was ist denn mit diesem Wachmann dort los? Er scheint nach jemandem zu suchen. Ob sich jemand ungeladen in die Menge geschlichen hat? Was? Glauben Sie, wir haben einen Eindringling in unserer Mitte? Ja, doch vorher. Chamley, was geht? Haben die den echt um? Der hieß doch früher Chamley, da bin ich mir sicher. Jetzt heißt er Chelmy? Was? Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Dieser Fraß ist nicht gerade der Gipfel der... Wie auch immer man dieses Wort ausspricht. Bedauerlich, Herr Inspektor. Ich für meinen Teil finde das Essen Mampf äußerst gelungen. Vorschemalz. Dieses salzige Kotelett und dieses das traurige Gemüse sind kein Ersatz für Emilys Kochkunst. Wenn Sie das sagen, Chef, dann nehme ich Ihre Bürde sehr gern ab. Was unterstehen Sie sich, Barton? Sofort her mit meinem Fleisch, sonst fegen Sie mir nächste Woche den Aktenkeller. Das ist es wert. Dieses Kotelett ist wirklich ein Gedicht. Ach ja. So, Zeit für ein Rätsel. Oje, Mini, was soll ich nur tun? Ich bin geliefert. Sie sehen besorgt aus, mein Herr. Kann ich etwas für Sie tun? Für mich tun? Ich weiß nicht. Ich habe da etwas Beunruhigendes von einem Gast erfahren. Rätsel Nummer 1. Der ungebetene Gast. Unser armer Wachmann sucht nach einem Eindringling. Zum Glück hat er erfahren, an welchem Tisch der Gesuchte sitzt. Sein Tisch steht neben einem Tisch mit einer roten Blume drauf. Die Tischdecke hat eine andere Farbe als die Decken sämtlicher benachbarten Tische und es steht keine gelbe Blume drauf. So viel zum Thema, er weiß, an welchem Tisch er sitzt. Benachbarte Tische sind mit gestrichelten Linien verbunden und nun bist du dran. Bewege den Wachmann an den richtigen Tisch. So. Also, sein Tisch steht neben einem Tisch mit einer roten Blume.
Der Tischdecke hat eine andere Farbe als die Decken der benachbarten Tische und auf dem Tisch selbst steht keine gelbe Blume. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Benachbart ist eine rote. Kommt der hin? Der kommt hin. Der kommt hin. Ne, warte, der kommt auch hin. Der kommt auch hin. Der kommt auch hin. Der fliegt raus. Die Tischdecke hat eine andere Farbe als die sämtlicher benachbarten Tische. Der raus, der raus, der raus. Und der war eh schon raus. Und die beiden raus. Gut, bleibt nur einer über. Wie wäre es hiermit? Puh, da bin ich aber erleichtert. Gut gemacht, du hast den ungebetenen Gast gefunden. Den Rest kannst du getrost dem Sicherheitspersonal überlassen. Ich bin aber übrigens froh, dass die Steuerung funktioniert. Ich habe sie nämlich vorher nicht ausgetestet. Vortrefflich kombiniert, mein Junge. Ja, ja, Pikarat, Punkte, brauchen wir eh nicht. Gut, danke für Ihre Hilfe. Den Schuft werde ich mir jetzt vorknüpfen. Haben Sie gesehen, Professor? Wir haben dabei geholfen, ein Ganoven-Ding festzumachen. Oh, die Vorstellung geht los. Lassen Sie uns schnell an unseren Tisch zurückkehren. Alles klar. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Teilnahme an einer Vorführung, die zweifelsohne in die Geschichte eingehen wird. Hier ist er. Der Erfinder der ersten Zeitmaschine der Menschheit, Dr. Alan Stolypin. Vielen Dank, verehrte Anwesende. Nach langjähriger Forschung freue ich mich, Ihnen heute die Früchte meiner Arbeit zu präsentieren. In Kürze werde ich zur geplanten Demonstration schreiten. Zuvor jedoch möchte ich meine Freude über die Anwesenheit von Premier Bill Hawks bekunden. Für unseren besonderen Gast ist schon ein ganz besonderer Platz reserviert. Bitte kommen Sie nach vorne, Herr Premierminister. Nur zu. Ist es wirklich wahr? Was meinen Sie, Herr Premier? Kann man mit dieser Apparatur wirklich durch die Zeit reisen? Wieso warten Sie nicht ab und überzeugen sich selbst? Bevor wir beginnen, würden Sie uns mit ein paar Worten Ihrerseits beehren, Herr Premierminister? Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein geschichtsträchtiger Tag für unsere Nation, aber auch für die gesamte Menschheit. Seit jeher strebt der Mensch danach, seine von der Natur gesetzten Grenzen zu überwinden. Wir haben den Himmel und das Meer erobert. Wir sind in die Ferne des Universums aufgebrochen. Die einzige unüberwindbare Grenze schien die Zeit selbst. Die Reise durch die Zeitebenen war ein Traum, nicht durch menschliche Intelligenz zu erreichen. Bis jetzt. Meine Damen und Herren, heute läuten wir eine neue Ära der Menschheit ein. Ich danke Ihnen, verehrter Herr Premierminister. Und nun zu dem Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Fahren Sie fort, Dr. Stolypin. Bevor wir beginnen, habe ich noch eine Bitte. Es wäre mir eine Ehre, wenn der Premierminister mir assistieren könnte. Was sagen Sie dazu, Herr Premier? Was? Ich versichere Ihnen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich nahm an, dass ich an der Prozedur nur als Beobachter teilhaben sollte. Vergeben Sie mir meine Anmaßung. Mir liegt es fern, Sie in Verlegenheit zu bringen. Sie hatten gewiss Ihre Gründe, der harten, praktischen Wissenschaft den Rücken zu kehren. Es steht Ihnen frei, zu Ihrem Platz zurückzukehren, Herr Premier.
Warten Sie! Natürlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. Bill, bist du verrückt geworden? Das ist die Einstellung, die ich von einem kühnen Staatsoberhaupt erwarte. Meinen vollsten Respekt. Und nun, genug der Vorreden. Meine Damen und Herren, erleben Sie nun die Zeitmaschine. Herr Premier, wären Sie so freundlich, einzutreten? Das ist das! Irgendwas ist schiefgelaufen. Wo ist der? Wo ist Bill? Hilfe! Meine Damen und Herren, keine Panik. Bitte bewahren Sie Ruhe. Professor, wie schrecklich. Der Premierminister und Dr. Stolypin sind verschwunden. Das ist ja... Sie glauben also, dass die Ereignisse der letzten Woche mit diesem Brief zu tun haben? Oh, wenn die Zeitmaschine echt war, dann könnte auch der Brief echt sein. Glauben Sie das, Professor? Vielleicht. Aber dies sind nicht die einzigen Aspekte der Geschichte, die mir Kopfzerbrechen bereiten. Luke, hast du von dem kürzlichen Verschwinden mehrerer Personen in London gehört? Ich habe in der Zeitung darüber gelesen. Mehrere bekannte Londoner Wissenschaftler sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Genau. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Vorfälle mit unserer Geschichte zu tun haben. Wie dem auch sei. Als erstes sollten wir die Adresse aufsuchen, die in jenem Brief erwähnt wird. Gute Idee, Professor. Bill Hawkes, der Premierminister Englands, ist auf mysteriöse Art und Weise während der Vorführung der Zeitmaschine verschwunden. Was ist mit Hawkes geschehen? So führte uns ein seltsamer Brief auf die Spur des größten Mysteriums, das wir je erlebt hatten. An dich, Nils, in tiefer Freundschaft. Ich finde es witzig, dass es alles mal so in einem Brief quasi erzählt wird. Der uns irgendwie aus der Zukunft erreicht hat. Und der Absender, so seltsam es auch klingt, bin ich selbst. Oder genauer gesagt, mein zukünftiges Ich. Damals konnten wir die merkwürdigen Geschehnisse noch nicht erahnen, in die uns der Brief verwickeln würde. Möchtest du speichern? Wir haben zwar noch nicht wirklich groß was gemacht, aber warum nicht? Pollock, der Uhrenladen in der Midland Road. Da
wären wir. Das Uhrengeschäft, das im Brief erwähnt wurde, sollte hier irgendwo sein. Nur wo? Wir sollten einen Blick auf den Straßenplan werfen, der dem Brief beilag. Hier ist er. Versuch doch mal, das Geschäft zu finden. Ist schon so gut wie erledigt, Professor. War ja klar, dass sie ein Rätsel draus machen. Ich denke, das lösen wir noch. Hier siehst du den Straßenplan, der unsere Helden zum Uhrengeschäft führen soll. Wie es scheint, hat jemand eine Reihe von Uhrzeiten darauf verzeichnet. Merkwürdig. Der gelbe Pfeil stellt den Ausgangspunkt des Weges dar. Welches der Gebäude, die mit A bis J markiert sind, ist wohl der Uhrenladen? Kreise den Buchstaben ein und berühre dann Antwort. So. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das mit 12, 3, 12, 9, 6, nee, Moment, 6? Ach, doch. Ich vermute mal, dass das Richtungsangaben sind, von wegen 12 Uhr, also geradeaus, nach oben, sagen wir mal so. 3 Uhr nach rechts, 9 Uhr links und 6 Uhr unten ist. Demnach hätten wir 12, 3, wenn wir zumindest eine ganze Kreuzung gehen, 12, 9, 6. Das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, kann man irgendwie hier. Schnell was besser. Einmal kurz drüber radieren. Vielleicht muss ich die erste Kreuzung noch mitrechnen. Dann wäre es 12, 3, 12, 9? Ne, das funktioniert auch nicht. Ah. Nee, das funktioniert auch nicht. Zwölf, drei. Zwölf. Ach klar, bist du. Ich bin hier viel zu weit gegangen. Der müsste es sein. Das ist meine Antwort. Meine Güte, ich komme schon beim zweiten Rätsel ins Straucheln. Das kann es ja wohl nicht geben. Ja. Gut. Das war ein bisschen zu erwarten. Nur, dass ich irgendwie beim ersten Anlauf ein bisschen zu weit gegangen bin. Aber gut. Gutes Zeitgefühl. Hurra, jetzt werden wir im Handumdrehen vor dem Geschäft stehen. Auf geht's, Professor. Ja, ich weiß, wie man läuft, Clayton. Ich habe zwei Beine und die benutze ich auch ab und zu mal. Ich weiß, wie man läuft. Exakt, wenn du dich an einen anderen Ort bewegen willst, benutzt das Schuhsymbol. Ja, oder man tippt einfach die Leute, mit denen man reden will. Diese Dame hat vielleicht noch ein Rätsel für uns. Alles klar, ich würde aber sagen, das war's dann erstmal vom ersten Part mit Professor Layton. Und die verlorene Zukunft. Professor Layton Teil 3, wie auch immer. Ja, und ich würde mal sagen, ich freue mich irgendwie. Es ist lange her, dass ich das Spiel mal gespielt habe und ich freue mich einfach erstmal wieder spielen zu können. Also, bis zum nächsten Mal.